eine andere Bedrohung, die überhaupt keine Rolle spielt in der Tagespresse, ist der Umstand, dass die Weltbevölkerung explodiert. Als mein Vater zur Schule ging, also heute vor gut 100 Jahren, da lebten auf der Welt 1,6 Milliarden Menschen. Jetzt sind wir 109 Jahre später bei 7 Milliarden Menschen. Mehr als der Faktor 4 hat sich die, mehr als um den Faktor 4 hat sich die Menschheit vergrößert. Und alle Prognosen sagen, in der Mitte dieses 21. Jahrhunderts werden wir bei noch viel mehr Menschen, 12 Milliarden stehen werden. Dass das nicht gut gehen kann. Denn die Erde wird ja nicht größer, es ist ja nicht mehr Platz da. Früher lebten die Leute in Hütten, in Bauernhütten, in Shacks, wie man auf Englisch sagt, einzeln. Oder im Urwald in Langhäusern auf Borneo. Oder sie lebten in Höhlen. Heutzutage leben sie in 20 und 30 Stockwerken übereinander. So in Kairo, so in Shanghai, so in Sao Paulo, überall auf der Welt, in Mexico City. Dass das ganz andere Gesellschaften sein werden, das liegt auf der Hand. Zürich bleibt ein Dorf. Nicht zu vergleichen mit Hamburg bleibt auch ein Dorf. Aber diese Städte in den Entwicklungsländern explodieren. Da drin stecken Gefahren, die will ich nicht definieren. Aber sie sind handgreiflich. Ist eine Gefahr, die daraus entstehen kann oder möglicherweise entstehen wird, die Tatsache, dass ja Europa andererseits nicht mehr wächst. Und Europa dass die schrumpft. Demografische Entwicklung für den Wohlstand Europas längerfristig zu einem Problem werden wird. Es ist für mich nicht ganz klar zu erkennen, ob es der Wohlstand ist, der die europäischen Geburtenziffern so gesenkt hat. Denn die Bestandserhaltung einer Gesellschaft oder eines Volkes verlangt, das sagen einem die demografischen Statistiker, 1,3 Geburten pro Frau. Wir Deutschen sind im Augenblick bei, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, 2,3 Geburten. Wir Deutschen sind im Augenblick etwas über 1,2. Aber das Eigenartige ist, die Russen, und die leben nicht in dem westeuropäischen Wohlstand, sind auch dabei zu schrumpfen und zu überaltern gleichzeitig. Es kann also sein, dass Wohlstand vielleicht ein Faktor ist, aber nicht der alleinige und nicht der ausschlaggebende. Vielleicht ist die Pille viel wichtiger als der Wohlstand. Oder die Emanzipation der Frauen ist vielleicht wichtiger als der Wohlstand. Das sind alles Faktoren, die in derselben Richtung wirken. Jedenfalls stimmt es, dass in allen Kontinenten die Menschheit wächst, sogar auch noch in Nordamerika, nicht sehr stark, aber doch ein bisschen, während wir Europäer zahlenmäßig schrumpfen. Das bringt Probleme mit sich eines Tages. Die will ich nicht schildern, aber dass es Probleme bringt, kann man, da braucht man eigentlich keine Fingerspitzen dafür, um das zu fühlen. Eine Lösung könnte natürlich sein, dass man mehr Migration zulässt in Europa, um dieses weltweite Ungleichgewicht zu korrigieren. Das führt dann trotzdem zur Übervölkerung der Welt. Die Oberfläche der Welt wird nicht größer. Das führt dann eben auch in Zürich dazu, dass sie 24 Stockwerke haben. Ob das akzeptabel ist für die Schweizer,
Das weiß ich nicht, das müsst ihr selber wissen. Ich würde es euch nicht empfehlen. Ich würde euch nicht empfehlen, die Einwanderung aus primitiven Entwicklungsländern zu forcieren. Wie löst Deutschland, wie löst die Schweiz denn längerfristig die Sicherstellung zum Beispiel der Sozialwerke? Zum Beispiel? Der Sozialwerke. Ich habe das Wort inhaltlich nicht wie verstanden. Wie löst Deutschland, aber auch die Schweiz längerfristig das Problem der Überalterung, weil das ja die arbeitstätige Bevölkerung reduziert und so gesehen eben auch die Sozialwerke in Schwierigkeiten geraten. Sozialwerke, also die Rentenversicherung also, beispielsweise. Das nennen wir den Sozialstaat. Den Sozialstaat. Ja, ja. Ob Deutschland das schon gelöst hat, kann man mit einem dicken Fragezeichen verstehen. Anfänge sind gemacht. Aber ich will hier mal zwei Zahlen nennen. Unter den heute in Deutschland lebenden Deutschen, das sind 82 Millionen Einwohner, einige davon mit Migrationshintergrund sind Zugewanderte. Unter diesen 82 Millionen sind genau 25%, ein Viertel, Empfänger staatlicher Renten oder staatlicher Pensionen. Heute schon. Und zu diesen 25% kommen weitere 8%, die Empfänger von Arbeitslosengeld oder staatlicher Sozialfürsorge sind. Macht zusammen 33%. Soweit ist der Sozialstaat in der Schweiz nicht gediehen. Ihr habt auch nicht so viele Arbeitslose. Aber es zeigt deutlich, dass irgendwann Grenzen erreicht werden. Und deswegen sage ich nicht, dass das Problem bereits gelöst sei. Nehmen Sie meinen eigenen Fall. Ich bin im 91. Jahr. Das ist ungewöhnlich. Zu alt. Wenn die Leute alle so alt werden, das heißt, dass wir sehr viel mehr Krankheiten kriegen. Wir brauchen sehr viel mehr Ärzte, sehr viel mehr Pflegepersonal, was weiß ich. Altersheime, Seniorenheime heißen die vornehmerweise. Das sind alles Probleme, die ahnt man heutzutage. Aber fertige Rezepte liegen nicht vor. Vielleicht noch am ehesten in kleinen skandinavischen Staaten, Dänemark, Norwegen. Norwegen hat allerdings einen Riesenvorteil, die schwimmen in Öl. Wir haben Glück gehabt. Herr Schmidt, Sie haben jetzt die Alter erwähnt. Sie haben jetzt die Alter erwähnt. Sie werden im Dezember, Ende Jahr werden Sie 91. Das ist ein Alter, in dem andere Leute eigentlich mit Fug die Hände in den Schoß legen. Sie sind immer noch sehr aktiv. Sie schreiben Bücher, Sie schreiben Zeitungsartikel, Sie äußern sich in öffentlichen Debatten. Was treibt Sie an, dies zu tun? Der liebe Gott hat mich als Arbeitsmenschen gemacht. Wenn ich keine Arbeit hätte, wäre ich längst tot. Ist das möglicherweise auch quasi der altersgemäße Dienst am öffentlichen Wohl, das Ihnen so wichtig ist? Das ist auch richtig, ja. Aber beides ist richtig. Die Arbeit muss, ohne Arbeit wäre ich längst tot. Ja. Herr Schmidt, Sie sprechen in Ihren öffentlichen Äußerungen sehr wenig, spärlich nur zum Thema Alter. Sie reden nie über die Beglückungen des Alters, wenn schon über die Beschwerlichkeiten des Alters. Aber es gibt etwas, das man doch gemeinhin dem Alter als positiv umzumisst. Das ist
die Weisheit des Alters. Gibt es das? Ist das wenigstens ein Trost für uns alle? Weisheit des Alters? Also ob die Weisheit des Alters jeden Menschen erreicht, das weiß ich nicht. Ich habe manche Alte kennengelernt, die waren ziemlich verrückt. Das ist ja das Schlimme, dass die, zum Beispiel mit dem zunehmenden Altersdurchschnitt der Gesellschaft auch die Zahl der Demenzkranken zunimmt. Das sind ja zum Teil schlimme Sachen für die Familien. In meinem Freundeskreis sind mehrere Familien da, wo einer von beiden demenzkrank ist. Also ich sage immer, meine es nicht ganz ernst, ich sage immer, der liebe Gott hat einen Fehler gemacht. Entweder hätte er uns eine bessere Konstitution mitgeben müssen oder er hätte uns nicht so alt werden lassen dürfen. Aber insgesamt sind Sie zufrieden, was der liebe Gott Ihnen mitgegeben hat? Ja, ich bin nicht so ganz sicher, ob ich mit dem lieben Gott zufrieden bin. Ich habe mal im Kriege mich mal eine Zeit lang beruhigen lassen mit der christlichen Weisheit, dass auf der Welt nichts geschieht, was Gott nicht will. Aber dann habe ich gefunden, dann müsste er ja wohl auch die beiden Weltkriege gewollt haben. Und muss dann ja wohl auch Auschwitz gewollt haben. Also mit dem lieben Gott habe ich meine Schwierigkeiten. Hadern Sie mit ihm? Hadern Sie mit ihm, heißt das? Nein, das heißt es nicht. Das ist zu viel gesagt. Das ist zu viel gesagt. Aber genauer gesagt, mit dem christlichen Gott habe ich meine Schwierigkeiten. Ja. Herr Schmidt, ich glaube, mit diesen Worten und mit Gott aufzuhören, gibt einen ganz schönen Schluss für unser Gespräch. Wir danken Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, Herr Schmidt. Wünschen Ihnen alles Gute und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch recht herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuschauen. Das war NZZ-Stammpunkt, Z2 Journalisten, ein Gast. Und wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet sehen unter www.nzz.ch. Und unseren nächsten Gast empfangen wir hier wieder in 4 Wochen. Es wäre schön, Sie wären auch dann wieder dabei. Bis dann, auf Wiedersehen.